Stundenplan verrät uns jetzt ein Fach. Vielleicht hört der Spaß ja dann auf. Ich glaube, jetzt kommt ein Fach, mit dem niemand so wirklich was anfangen kann. Bitte schön. Ach, Chemie. Ach du Scheiße, Chemie. Aber Chemie macht bei uns immer richtig viel Spaß. Wir haben einen Vertretungslehrer, der sogar die ödesten Fächer total bunt und toll gestalten kann. Bühne frei für den Vertretungslehrer Konrad Stöckel. Yeah. Kommt raus, Stimmung. So, ab geht er dafür. Moin, Leute. Moin, Luke. So. Ich habe euch heute einiges zum Thema Verbrennungsdreieck mitgebracht. Ja, Verbrennungsdreieck kennt ihr wahrscheinlich alle noch von der Schule. Was braucht man dafür? Ein Dreieck. Brennstoff, Sauerstoff und Energie wären die richtigen Antworten gewesen. Als Brennstoff habe ich Propan mitgebracht. Das schalte ich mal an und das entweicht jetzt hier oben. Ja, wunderbar. Ja, Sauerstoff ist in der Luft, klar, deswegen brennt das Ganze. Und die Energie, klar, ist jetzt hier entstanden. Die Hitze, das Feuer. So, wenn ich jetzt allerdings so ein kleines Metallgitterchen nehme und mich von unten der Flamme näher, dann leitet dieses Metallgitter die Hitze, also die Energie, weg und somit brennt es nur von oben. Jawohl, Stimmung. So, aber Leute, das geht natürlich von oben genauso. Ja, wenn ich das von oben ranhalte, dann brennt es nur unten, klar. Und das Gitter leitet wieder die Hitze, also die Energie, weg. Ich kann sogar das Feuer fangen. Also eins von unten, eins von oben. Wenn ich dieses Sieb hier von unten ranmache, so, und das hochhebe und das andere von oben, ja, schon habe ich die Flamme gefangen, liebe Leute. Ja. Aber am spektakulärsten, ich nehme mal beide Gitter. Ja. Vorsichtig nähern. Jetzt aber. Yeah. Und dazwischen. Brennt es nicht! Wow. Jawohl, es hat geklappt! Stimmung! Klar! Aus damit! Als nächstes habe ich was mitgebracht und zwar eine Fackel. Keine ganz normale Fackel, nein, eine Magnesiumfackel. Die sieht so aus und die brennt, liebe Leute, schon. Was heißt schon? Die brennt mit ungefähr 2500 Grad. Ja. Das bedeutet. Magnesium, was bei 2500 Grad brennt, das brennt natürlich auch unter Wasser weiter. Es ist eine Unterwasserfackel. Warum ist das so? Wasser besteht H2O, zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff. Das heißt, die Flamme, die braucht natürlich Sauerstoff und den Sauerstoff nimmt sich die Flamme hier wirklich aus dem Wasser. Wenn ich es wieder rausnehme, brennt das so. Aber das heißt ja auch, wenn das sich in die verschiedenen Teile hier zerlegen kann, also in Wasserstoff und Sauerstoff, dann brennt natürlich das. Wo ist der Wasserstoff? Der ist hier oben drauf. Der brennt natürlich. Ja. Brenner an. Ja. Und da seht ihr den Wasserstoff. Das, was hier oben auf dem Wasser brennt, das ist der Wasserstoff, der jetzt entweicht. Geil. So, der Sauerstoff wird von der Fackel schön gebraucht. Ja. Aber eins habe ich noch, Leute. Ach, kleiner Applaus zwischendurch. Ihr könnt uns euch leisten. Ja, Stimmung. Ja. Eins habe ich noch, Leute. Ja. Ein schönes Experiment. Und zwar habe ich hier mitgebracht, du solltest ein bisschen Abstand nehmen, weil es stinkt ohne Ende. Ja. Ammoniak. Oh. Ammoniak fülle ich hier einfach mal hinein in meine große Kugel. Ja. Ammoniak reagiert dann sicher schon mit der Luft. Ja, aber so richtig schön und sichtbar. So richtig schön und sichtbar, wenn ich hier so ein bisschen Chromoxid nehme. Ja, das mache ich hier auf den kleinen Löffel drauf. Ja, zack, zack, zack. Und jetzt nehme ich hier nochmal meinen Brenner. So als kleine Starthilfe für das Ganze, für die Reaktion. Und erhitze dieses Chromoxid. Und liebe Leute, das sollte reichen. Mal sehen, welche schöne Reaktion jetzt eintritt. Fropfen ab und Licht aus. Ui. Geil, wow. Schon haben wir kleine, wunderbare Glühwürmchen geschaffen. Jawohl. Stimmung. Ja, Licht kann wieder an. So. Ui, ui, ui. Aber, liebe Leute, Stimmung. Jetzt kommen wir zum eigentlichen spektakulärsten, was ich hier für euch mitgebracht habe. Und das habe ich nicht hier in diesem Studio aufgebaut, sondern im Nachbarstudio. Weil das Experiment, was ich jetzt vorhabe, ist so groß und so spektakulär. Ich habe drei Flammenwerfer aufgebaut. Und diese Flammenwerfer werden gleich auf mich schießen.
Ja? Also ich werde von 3 Flammenwerfern gleichzeitig beschossen. Und die Frage an euch ist, wie schütze ich mich vor den Flammen, vor der Hitze? Ja, wie schütze ich mich, dass ich mich nicht verbrenne, dass nicht meine Haut komplett, meine Haare verbrennen? Was kann ich tun? Antwortmöglichkeit A. Ich stehe unter einer Dusche und das Wasser schützt mich. Antwort B. Ich wickel mich in eine Glasfaserdecke ein. Antwort C. Ich reibe mich vorher mit Glykol ein. Das ist ein Kühlmittel, ja. Oder Antwort D, es handelt sich hierbei um kalte Flammen. Das Gas, das wir entflammen, ist das Edelgas Argon. Mit einem sehr niedrigen Flammpunkt. In der Physik spricht man hier von kalten Flammen. Also, ihr müsst entscheiden. A, B, C oder D. Ihr könnt jetzt eingeben. Ja, doch. Gehst du da richtig rein? Ja, selbstverständlich. Du musst als Team antworten. A, B, C oder D. Einloggen. 5, 4, wollen wir nehmen, D? 3. Ich würde es voll riskieren. Und eure Antworten bitte jetzt. Sie liegen vor und ihr sagt beide Antwort D. Beide haben D gekippt, getippt. Das heißt, ich darf mich von euch verabschieden und ich gehe rüber ins Studio nebenan und dort werden wir sehen, was genau passiert. Yeah! Okay, yeah! Dann wieder. Yeah. Ah, wie lustig. So, liebe Konrad macht sich jetzt auf den Weg ins Nachbarstudio. 3 Flammenwerfer warten da auf ihn und werden ihn rösten. Wie kann er sich schützen? Ihr sagt beide, es handelt sich um das Edelgas Argon. Einfach, weil es nicht heiß ist, deshalb. Also wenn es wirklich so wäre, als andere würde doch. Und wir schalten jetzt mal rüber. Konrad ist angekommen. Los geht's. So, hier bin ich im Nachbarstudio also gerade angekommen. Hallo, moin, moin. Und da sind doch schon wunderbare Flammen zu sehen. Aber welche Antwort ist jetzt richtig gewesen? Antwort B etwa mit dieser Glasfaserdecke ist natürlich falsch. Die würde zwar vor Feuer schützen, aber nicht vor der Hitze. Also darunter wird es ordentlich heiß, deswegen stimmt das natürlich nicht. Antwort C hatten wir Glykol. Ja, das ist auch vollkommener Quatsch, denn das würde anfangen zu brennen, das Zeug. Das ist ein Kühlmittel, aber das ist brennbar, also das stimmt auch nicht. Antwort D haben wir das Argongas, also die kalte Flamme. Ja, aber Argon brennt überhaupt gar nicht. Deswegen ist das natürlich auch Quatsch. Das heißt, die richtige Antwort ist natürlich die Antwort A. Ich muss unter die Dusche. Ab geht er! Wasserdampf nimmt die komplette Energie auf, deswegen verbrennt er nicht. I set fire to the rain von Adele hätte hier eigentlich nicht schöner dargestellt werden können als von Konrad Stöckel. Ihr lagt beide falsch, deswegen haben wir für diesen Fall eine Stichfrage vorbereitet. So, wir haben gerade gesehen, dass so ein Bengalo-Feuer, wie man es aus dem Stadion kennt, unter Wasser funktioniert. Aber funktioniert das auch mit Wunderkerzen? Können Wunderkerzen unter Wasser brennen? Ich werde jetzt ähnlich wie bei einer Auktion vorgehen. Und ihr sagt jetzt, wie viele Wunderkerzen es mindestens braucht, um dass sie unter Wasser noch brennen. Höre ich 100? Ja. Also quasi 100 zusammen? Ja, würde ich sagen, ja. Ich sage ja. 100, ja. Höre ich 80? 80 bestimmt auch, ja. Ja, höre ich 60? Ja. Brennen 60 Wunderkerzen, ja. 40? Ja. 30? 30 Wunderkerzen als Bündel unter Wasser, brennt das noch unter Wasser? Ihr sagt 30. Wo waren wir, 40? Ich glaube, 30 geht noch. 30, ja, höre ich 20. Ich glaube, ja. Ja, höre ich 10. Nein, das glaube ich nicht. Wir sind raus. Höre ich 15. Höre ich 15. Hat er gezwinkert? Ja, ich weiß nicht. Hat er einen Tick oder was hat er? Höre ich 15? Ja.
15, höre ich 10? Ja. 10, ich, 10 Wunderkerzen unter Wasser, höre ich 9? Nein. Nein. Jetzt hören wir aufs Smudo. Okay, mehr. Ihr sagt 10. Ich glaube schon. 10 Wunderkerzen. Ja, aber ich lag heute schon so oft richtig. Ja, wir sagen nein. Wo waren wir bei 15? Ich weiß gar nicht, was wir davor hatten. Wir haben 15 Stopp. Also 10 sind eingeloggt. Ihr sagt 10 Wunderkerzen brennen unter Wasser. Wir haben bei 100 angefangen und ich verrate es euch, es geht sogar mit 7. Das ist die mindeste Antwort. Ihr wart sehr nah dran. Wir machen das kurz mal vor. Krass, oder? Krass. Das ist echt krass, Alter. Das will ich jetzt mal sehen, Alter. 7 Wunderkerzen brennen sogar unter Wasser. Respekt, Jochen. Und auch geil. Krass. Ihr wart näher dran, ihr habt gesagt 10 schaffen's und die Punkte gehen auf euer Konto. Punktestand. 37, 29, wir sind jetzt richtig in der heißen Phase.